Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die neueste chinesische Raumstation. Viel Spaß! Die Chinesen haben mit dem Bau ihrer dritten Raumstation begonnen. Das erste Modul ist vergangene Woche erfolgreich im Zielorbit angekommen und wird dann zeitnah weiter ausgebaut, sodass die Station schon 2022 fertiggestellt werden soll. Die ersten Bewohner wird die Station aber schon dieses Jahr aufnehmen. Ich erzähle dir heute, wie das erste Modul gestartet wurde, wie die chinesische Raumstation aufgebaut ist, was für Besonderheiten sie hat und warum dir vielleicht das Aussehen bekannt vorkommt. Ja, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Wenn die Mehrheit von uns sicher aktuell dem Starship SN15 Start entgegenfiebert und sich über den Flug des Mars-Helikopter Ingenuity gefreut hat, hat China einen weiteren Meilenstein in seiner Weltraumeroberung begonnen. Am Mittwoch letzter Woche ist das Kernmodul der ersten modularen chinesischen Raumstation gestartet worden. Ist dann bereits die dritte chinesische Raumstation. Wobei die vorangegangenen beiden Stationen jeweils nur aus einem einzelnen Modul bestanden haben. Mit diesen ersten beiden Raumstationen konnte dann unter anderem das Docken von Raumschiffen geprobt werden. Eine Kernkompetenz, wenn man eine modulare Raumstation aufbauen möchte. Oder mal bemannt zum Mond möchte, wo man definitiv Andockmanöver beherrschen muss. Ich möchte mich hier ein bisschen für den reißerischen Thumbnail entschuldigen. Die Idee kam mir, als ich meinem Mitwohner Christian erklärt habe, um was es in der aktuellen Folge gehen wird. Ich möchte schon auch dafür sensibilisieren, dass Europa als Wirtschaftsmacht wie China und die USA kein eigenes bemanntes Raumfahrtprogramm, geschweige denn eine Raumstation, betreibt. China hingegen hat jetzt bereits seine dritte gestartet. Ja, und weil uns Raumfahrt-Nerds das extrem traurig macht bei aller spannenden Forschung, die die ESA ausführt, treffen wir uns am Freitag bei Chris von Video Space News als astronomisches Quartett erneut, um mal so richtig über die europäische Raumfahrt abzulästern. Aber ihr kennt uns, wir wollen natürlich auch gemeinsam von einer hoffentlich glorreichen europäischen Raumfahrt träumen. Aber zum Thema der heutigen Folge. Am Mittwoch, den 28.04. um 5.18 Uhr deutscher Zeit, ist vom chinesischen Weltraumbahnhof Wenchang eine Langer Marsch 5B abgehoben. An Bord der 57 Meter hohen Rakete war das Kernmodul der neuen chinesischen Raumstation. Bitte entschuldigt meine Aussprache. Tianhe, was auf Deutsch himmlische Harmonie bedeutet. Ganz interessant zu dem Start ist die Tatsache, dass die Langer Marsch 5B 1,5-stufig ist. Es gibt also keine Oberstufe. Das heißt, die erste Stufe mit den vier Seitenboostern zündet und trägt dann die Nutzlast komplett in den Orbit. Die kerosinbetriebenen Seitenbooster, die beim Start 90% des Gesamtschubs liefern, werden unterwegs abgeworfen und die Hauptstufe mit seinen beiden Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerken trägt die Nutzlast dann in den Orbit. Zwar muss man sich dann keine Sorgen um das Zünden der zweiten Stufe machen, dafür hat man aber eine sehr große, sehr schwere erste Stufe im Orbit, die nach einer gewissen Zeit unkontrolliert irgendwo auf der Orbitalspur wieder runterkommt. Zum letzten Mal ist das übrigens ziemlich genau vor einem Jahr im Mai 2020 passiert. Die fertige Raumstation, die entgegen vorheriger Pläne einfach nur noch chinesische Raumstation heißen soll, wird fertig ausgebaut eine T-Form aufweisen, wobei das jetzt gestartete Hauptmodul in der Mitte liegen wird. Die beiden seitlichen Erweiterungen, Wenqian, auf Deutsch Himmelsbefragung, und Mengqian, Himmelstraum, ergänzen das Hauptmodul dann seitlich. Bitte nochmal meine Aussprache entschuldigen, ich kann leider kein Mandarin. Fertig ausgebaut wird die chinesische Station knapp 70 Tonnen wiegen. Um das einzuordnen, das ist etwa ein Sechstel der Masse der ISS. Oder etwa halb so schwer wie die russische Mir. Die russische Mir ist auch ein gutes Stichwort, denn das jetzt gestartete Hauptmodul erinnert sehr stark an die russischen Basismodule in DOS-Bauart. Sowohl die Soyuz-Raumstation wie auch die Mir hatten Kernmodule nach dieser Bauart. Und der Nachfolger des Mir-Hauptmoduls, DOS-7, ist als DOS-8 dann als Kernmodul zur ISS geflogen. Ursprünglich mal als Kernmodul für die Mir-2 geplant, ist es an der ISS eher als das Vesta-Service-Modul bekannt. Aber auch die fertig ausgebaute chinesische Station hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Mir. Die Ähnlichkeit ist nicht verwunderlich, denn die Chinesen haben in den 90ern viel der russischen Technik eingekauft, um ihre eigene bemannte Raumfahrt zu betreiben. Und so ähneln auch die chinesischen Raumschiffe rein äußerlich sehr dem Sojus-Raumschiff. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wer große Meister kopiert, erweist ihnen Ehre. Das lassen wir mal so stehen. China Space Report schreibt, dass das Tianhe-Modul 19 Meter lang ist und der breitere Teil des Zylinders 4,3 Meter Durchmesser hat. Der mit 3,35 Metern schmalere Teil enthält die Crew-Schlafquartiere und die Hauptsteuertafel. Insgesamt wiegt das Modul 22 Tonnen und ist in einer raumfahrttypischen 5A06 Aluminiumlegierung gebaut. Die Hauptabmessungen gehen auf die Startfähigkeiten der russischen Proton zurück, wobei die Langer Marsch 5B eine größere Nutzlastverkleidung hat, was laut Scott Manley dazu führte, dass mehr Anbauteile bereits an dem chinesischen Modul
montiert sind als bei den russischen Vorläufern. Etwas, das mich während der Recherche zur heutigen Folge überrascht hat, war die Verwendung von Ionenantrieben zur Orbithygiene, also dem Ausgleich der atmosphärischen Bremswirkung durch einen dauerhaften elektrischen Antrieb. Das ist schon sehr fortschrittlich. Bei der ISS muss das durch konventionelle Triebwerke und relativ viel Treibstoff regelmäßig durchgeführt werden. Wenn du noch nicht weißt, wie Ionenantriebe funktionieren, schau einfach mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Auch spannend ist ein Weltraumteleskop, das ursprünglich fest an der Station montiert werden sollte. Jetzt wird es in unmittelbarer Nähe zur Station frei im Weltraum betrieben werden. Es hat eine vergleichbare Auflösung wie das Hubble-Weltraumteleskop, aber ein weiteres Blickfeld. Durch seine räumliche Nähe zur Station sollen Wartungseinsätze vergleichsweise leicht durchgeführt werden können. Etwas, das den Betrieb des Hubbles mit den Space Shuttle Service Missionen doch sehr kompliziert gemacht hatte. Die Station soll dauerhaft für 3 Taikonauten ausgelegt sein und während Crewwechseln auch kurzfristig 6 Menschen Platz bieten. Und genau dazu ist die Weltgemeinschaft von China auch eingeladen. Die chinesische Raumfahrtagentur CMSA für China Manned Space Agency hat mehrfach bekräftigt, dass auch andere Nationen die fertige Station mitnutzen können. Fun Fact: Matthias Maurer, der deutsche ESA-Astronaut, der im Herbst mit Crew-3 zur ISS fliegt, ist einer der ESA-Astronauten, die Chinesisch lernen und schon in China an einer Rettungsmission oder einem Rettungstraining teilgenommen haben. Vielleicht fliegt er ja auch zur neuen chinesischen Raumstation. Wer erstmal definitiv nicht zur chinesischen Raumstation fliegen wird, sind die Amerikaner. Die fahren schon seit den späten 90ern eine Politik, die eine Zusammenarbeit mit China im Weltraum verbietet. Das ist auch der Grund, warum trotz großer Bemühungen seitens China die ISS ohne chinesische Beteiligung gebaut und betrieben wird. Da hatten die Amis bisher immer ein Veto eingelegt. Dabei müssten laut Scott Manley theoretisch die Docking-Adapter der chinesischen Raumstation mit denen der Crew Dragon zum Beispiel kompatibel sein. Wer gerne an der chinesischen Raumstation beteiligt wäre, aber abgeblitzt ist, sind die Russen. Die hatten sich im Vorfeld für einen anderen Orbit der chinesischen Station eingesetzt. Ein Orbit, der auch von russischen Startplätzen gut zu erreichen wäre. Das war den Chinesen aber offenbar nicht sehr wichtig, denn sie haben den Zielorbit der Station nicht für die Bedürfnisse der Russen angepasst. Aber bevor es soweit ist, dass internationale Crews die chinesische Station besuchen können, muss sie erstmal aufgebaut werden. Noch jetzt im Mai soll die erste Frachtmission aufbrechen und dann im Juni die erste bemannte Mission starten. Die beiden Erweiterungsmodule der Station sollen 2022 den Bau der Station vollenden. Dabei werden die Module jeweils Fluchten zur Hauptachse des Hauptmoduls andocken und dann von einem Roboterarm an ihre endgültige Position befördert. Insgesamt soll die Station über 3 Roboterarme verfügen, 2 kürzere und einen längeren, wobei der längere mit einem der kürzeren erweitert werden kann und dann auf eine Gesamtreichweite von 15 Metern kommt. Andocken ist ein gutes Stichwort, denn das jetzt gestartete Hauptmodul verfügt über einen zentralen Andockknoten am vorderen, dünnen Ende, der über 4 Andockpunkte verfügt. Zusätzlich befindet sich in diesem Knoten auch die Luke für Außeneinsätze. Es gibt aber noch einen weiteren Andockpunkt, und zwar an der Rückseite des Hauptmoduls. An diesem Punkt sollen die unbemannten Frachtversorger andocken. Und hier habe ich auch etwas Erstaunliches gelesen, nämlich dass die chinesische Raumfahrtagentur hier etwas Ähnliches durchführt wie die Amerikaner mit dem Commercial Resupply Programm der NASA, also den kommerziell vergebenen Aufträgen zur Frachtversorgung der ISS. So sollen kommerzielle chinesische Anbieter für die Versorgung der Station bezahlt werden. Wir erinnern uns, auch in China gibt es Raumfahrt-Startups, die entgegen der bisherigen europäischen Bemühungen auch schon einen Orbit erreicht haben. Die Chinesen haben in letzter Zeit mit mehreren großartigen Erfolgen in der Raumfahrt von sich reden gemacht. Ob das die Landung eines Rovers auf der erdabgewandten Seite des Mondes war, dann dieses Jahr das Erreichen der Mars-Umlaufbahn und vermutlich noch diesen Monat der erste Landeversuch einer chinesischen Sonde auf dem Mars. Alles Dinge, die den Europäern bisher nicht erfolgreich gelungen sind oder gar nicht erst versucht wurden. Und wir dürfen nicht vergessen, China ist das erste Land nach Russland und den USA, das erfolgreich ein bemanntes Raumfahrtprogramm betreibt. Mit dem erfolgreichen Betrieb der neuen chinesischen Raumstation ist auch schon klar, was als nächstes kommt. Die Chinesen wollen bemannt zum Mond. An der entsprechenden Schwerlastrakete mit der Fähigkeit einer Saturn V wird mit der Langer Marsch 9 auch bereits gearbeitet. Das ist alles ziemlich beeindruckend und zeigt, wie groß der Wille der chinesischen Führung ist, auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt eine Spitzenrolle einzunehmen. Ambitionen, über die wir in Europa noch nicht mal nachdenken. Und das, obwohl wir in Europa mit einem ESA-Budget von 6 Milliarden Dollar nicht so weit entfernt sind von dem 11 Milliarden Dollar Budget der chinesischen Raumfahrt. Wie siehst du das? Wünschst du dir ein bemanntes europäisches Raumfahrtprogramm? Schreib mir doch einfach unter dem Video. Und hier sei auch noch einmal an den Livestream am Freitag zu genau dem Thema, nämlich der europäischen Raumfahrt, erinnert. Das astronomische Quartett wird dann von Chris von Video Space News gehostet und wir werden wie immer am Ende des Livestreams dann eure Fragen beantworten. Ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Community, besonders an das Discord-Rechercheteam, das ganz spontan mal eben alles zusammengetragen hat, was wir bisher über die chinesische Raumstation wissen. Ein besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Neu sind diese Woche dazugekommen Andreas Finkentai, Andreas Huschka, Chris Böcher,
Henrik Fritsche, Yannick Ungru, Lutz Lang, Nils Bock und der Sven. Vielen, vielen Dank dafür, das motiviert mich weiter, Zeit und Energie in Senkrechtstarter zu stecken und euch die Raumfahrt näher zu bringen. Es kann gut sein, dass Starship SN15 schon gestartet ist, wenn du das Video hier siehst. Wenn nicht, unbedingt auf meine Ankündigung achten, ich werde definitiv einen Livestream machen. Und ja, die Community ist sich sowieso einig, oder mehrheitlich einig, dass es diesmal klappen wird mit Start und Landung. Ja, wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.